Gegenseitige Verantwortung und Solidarität, Vertrauen und Verbindlichkeit sollen das tägliche Miteinander prägen. Die Älteren und Kranken können sich darauf verlassen, dass sie im Kloster umsorgt werden. In der Gemeinschaft der Frauen im Alter zwischen 35 und 95 Jahren teilen sich die Schwestern diese Aufgabe. Für einige sind die täglichen Exerzitien des Klosters zu anstrengend, das Essen im Refektorium zu mühsam. Innerhalb der Abtei haben sie einen eigenen, ruhigen Bereich, in dem sie aber dennoch die Gemeinschaft mit den anderen erfahren können. Wir sind ja eigentlich ein Mehrgenerationenhaus. Wir haben ja 4 bis 5 Generationen mit allem, was dazugehört, in so einer Großfamilie und ja, begleiten die Menschen, die Mitschwestern dann auch bis zu ihrem Tod bei uns. Und das ist einfach schön. Das ist eine Herausforderung, aber eine schöne. Hier die ganzen Reihen, die habe ich gekannt, zum Teil auch versorgt, gepflegt, ja, bis in der letzten Stunde begleitet, einige wenige. Ja, ist schön, so einen eigenen Friedhof zu haben, ist was Schönes. Die Verstorbenen, die leben ja mit uns im Grunde. Wir leben auf deren Schultern und ja, da ist eine enge Verbindung. Gemeinschaft über den Tod hinaus. Der Verlust einer Mitschwester macht dennoch nachdenklich. Wir beten ja immer bei einer Beerdigung für denjenigen, der der Verstorbenen nachfolgt. Und dann geht es mir immer also ziemlich durch, muss ich sagen. Und dann denke ich immer, Mensch, wenn du jetzt die Nächste wärst, was bedeutet das für deinen Lebensvollzug? Ja? Oder man denkt automatisch, wer könnte jetzt als Nächstes sterben? Gedanken, die Menschen auch außerhalb eines Klosters beschäftigen.